herzlich willkommen zu einem wunderschönen Sommertag. Zu diesem schönen Tag passt natürlich auch ein wirklich gelungenes Auto, das Skoda Enyaq. Das Einzige, was bei diesem Auto aus meiner Sicht fehlt, ist der Stauraum unter der Motorhaube. Und wer uns kennt, der weiß, wenn wir ein Video drehen, dann sind wir schon am Planen. Und dieses Planungsergebnis bzw. den Produktfortschritt möchte ich euch jetzt vorstellen. Natürlich zukünftig mit Gasdruckfeder, jetzt momentan noch eine Gasdruckfeder mit etwas zu wenig Druck, aber das werden wir anpassen. Und hier sieht man schon den Frank. Wie immer bei unseren ersten Produkten ein 3D-Druck, aber ich war wirklich überrascht, wie viel Stauraum im Skoda Enyaq noch nutzbar ist, wenn wir den Frank bestmöglich eben ausnutzen. Eingesetzt wird er wie immer, ganz, ganz einfach. Nun schauen wir uns die Abmessungen etwas im Detail an. Der Frank wird in etwa 90, 92 cm breit werden. Nach hinten sind wir circa bei 45 cm und in der Tiefe sind es momentan 13, aber da können wir etwas nach oben fahren, da werden es in etwa 15 cm werden. Wie ihr sehen könnt, wirklich ein beachtliches Volumen, das von hier unter der Motorhaube dann noch zur Verfügung steht. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wer uns schon mal verfolgt hat, weiß, dass die Produktentwicklung relativ zeitintensiv ist. Wir werden jetzt ungefähr noch 2-3 Monate benötigen, bis das Serienprodukt serienreif ist. Und dann in 3-4 Monaten wird das Produkt dann zur Auslieferung fertig bereitstehen. Wem es interessiert, abonniert vielleicht den Kanal, bleibt dran. Wir werden wieder, je nach Produktfortschritt, ein neues Video drehen und euch am Laufenden halten. Danke, euer Josef von der Firma Frank.at.